Da ist er wieder. So, wo muss ich hin? Da hoch. Dista kommt hier, weil du ins Amt ist. Sehr schön. Oh, oh nee. Ich habe nur gesagt, ich habe den Teambomb gefunden und stelle mich da AFK hin, schick dir noch das Foto. Jupp. Weil ich hab ein bisschen was umprobiert, aber ich war alles nichts. Jo, ich muss hier erstmal ohne zu kämpfen wegkommen. Ich weiß so gerade nicht, wo ich die scheiße Screenshots nochmal gefunden habe. Bei Steam einfach. Steam gucken, da wird's doch dann angezeigt. Scheiße, ich bin hier weg. So. Ich müsste mal den Chat wieder in Vordergrund holen. Ich hab eine Nachricht erhalten. Passt. Jupp, dann bis später. Bis dann. So, wenn wir dann mal gucken, ob wir das alleine hinkriegen oder ob wir das zu zweit machen müssen. Sag mal, fahre ich jetzt überhaupt richtig? Ja. Ich dachte, ich hätte auch noch was gehört. Oh, jetzt hab ich schon wieder ein Medi. Ach, egal. Willkommen, Jedi-Meister. Was verschafft unserer bescheidenen Siedlung diese Ehre? Braucht ihr etwas zu essen oder zu trinken? Ihr sollt alles haben, was ihr braucht. Ein Sith will euch alle tot sehen. Ich bin hier, um euch zu beschützen. Ein Sith? Aber warum denn uns? Wir haben doch nichts getan. Seit wann brauchen Sith einen Grund zum Morden? Wie schrecklich. Auf so etwas sind wir nicht vorbereitet. Oh, da kommt was Großes. Dann hättet ihr nicht auf eine Welt zurückkehren sollen, die nicht euch gehört.
Solaris gehört dem Sith-Imperium. Jetzt und für immer. Ich spüre die Furcht eurer Tiere. Sie fürchten nur mich. Ihr macht sie nur hungrig. Bevor ihr sterbt, stillt meine Neugier. Meine Mission war geheim. Wie habt ihr davon erfahren? Einer eurer besten Spione hat mir verraten, dass ihr kommen würdet. Ich werde Darth Angral von diesem Sicherheitsverstoß berichten. Aber eins nach dem anderen. Meine Tiere sind bereit zum Spielen. Ihr auch? Ja. Wenn du schon so fragst. Ui, die kann ja fliegen. Bislang konnte mich noch keine Kreatur aufhalten. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr durch meine Hand sterben dürft. Hochmut kommt vor dem Fall. Dieser Sith und ihre Bestien. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die uns in Stücke gerissen. Unsere Siedlung ist noch neu. Wir haben jede Menge Vorräte. Nehmt euch, was ihr braucht. Eure Sicherheit ist mir Belohnung genug. Als ich noch ein Kind war, haben mir meine Eltern Geschichten über die Jedi erzählt. Jetzt weiß ich, dass sie wahr sind. Gut, dass wir das geschafft haben. Aber jetzt müssen wir Wächter 1 noch sein selbstgefälliges Grinsen austreiben. Sollen wir? Ja. So, Kira, ich habe hier wieder was für dich. Deine macht 27 beherrschen, 23 aus... Ach komm, die ist below. So, aber jetzt interessiert mich was anderes. Warum ist da oben unser Schiff? Und das hier ist doch vor das zweite von unten ist doch von Knights of the Old Republic. Warum sind die Schiffe hier abgebildet? Naja. Loot-technisch gab es hier nichts. Nö. Gut, dann Ruf geht. Habe ich noch mal ganz kurz raus. Speichere mal ganz kurz das Bild von Darko auf dem Desktop ab. Öffnen. So. Wo ist das denn bitte schön? Da kennt man ja mal rein gar nichts. Man erkennt auf dem Bild gar nichts. Hä? Wo soll das denn sein? Irgendwo hier unten oder wie? Oder da oben? Ich glaube da oben. Wir fahren da einfach mal hin und gucken nach, würde ich sagen.
Das heißt, wir müssen dahin. Man erkennt einfach gar nichts auf dem Screenshot. Ich glaube nicht, dass er das mit F11 gemacht hat. Weil die Maße, ich muss noch mal ganz kurz raustappen. Wie sind die Maße? 400, nee, hat der nie und nimmer mit F11 gemacht. Oder F12. Das ist scheiße. Jetzt muss ich jeden Kackwinkel des Planeten absuchen, um herauszufinden, wo das ist. Wow. Da hoch. Hier gibt's einen Gleiter. Da ist auf jeden Fall unten ein Eingang zu sehen auf der großen Map. Das ist nicht dieses Gebiet. Okay. Der große Eingang ist dann hier unten irgendwo. Ach, Darko, Alter. Nee. Muss ich dir echt noch beibringen, wenn man ordentliche Screenshots macht. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Wo könnte das sein? Ich weiß nicht, ob er hier steht. Das sieht auf der Map so aus. Auf der großen Map. Die ist ja auch noch nicht komplett aufgedeckt bei ihm. Und hier unten ist irgendwie was abgebildet. Wir fliegen erst einmal da hoch. In der Zwischenzeit kann ich mich wieder hier reintappen auf dem Discord, damit ich den Voice Channel sehe. Das. Das hier auch nicht. Sieht aus wie irgendein Raumschiff oder sowas. Oder ein Gebäude. Und da dran zoomen bringt alles nichts hier. Denn das hier oben ist bei ihm noch unaufgedeckt. Und ja, das hier hinten sowieso, was nicht zur Map gehört. Das hier hat er aufgedeckt. Und das hier hinten und hier ist irgendwas abgebildet bei ihm. Wo komme ich denn da hin? Irgendein Sumpfland. Naja, hier war ja schon in Holocron, also glaube ich mal nicht, dass es hier ist. Oh nein! Ich sag nichts dazu, dass ich immer wieder Medipacks nehme. Das ist definitiv irgendein Gebäude und das ist nicht hier unten, ne? Auf keins, ne? Nee. Dann hier vorne. Da muss ich doch auf Darko warten. Mann, ey, ich dachte, ich könnte es mal alleine versuchen. Nee, dann schickt er mir so einen Kack-Screenshot. Wo man einfach gar nichts erkennt. Sorry, aber darüber kann ich mich nicht aufregen. Man drückt F12 und hat bei Steam einen Screenshot gespeichert. Und den braucht man einfach bloß öffnen über Steam. Und hier ist... Nee.
einfach gar nichts. Also hier erkennt man wirklich überhaupt nichts. Das ist auch nicht der Raum. Da könnte ich immer stinkig werden, wenn man da versucht, mich irgendwie hinzuhalten, dass ich es nicht alleine mache, weil so kommt mir das gerade rüber. Sorry, aber ist so. Sonst muss man dann einfach googeln. Das geht ja nicht anders. Nee, du kannst hier nicht rein, du bist im Kampf. Dieser Raum ist es auch nicht. Lord Angral, ich bin mit dem Verhör fertig. Ich übertrage euch jetzt meinen Bericht. Eure Effizienz spricht für euch. Bringt Dr. Godera nach Drum und Kaas. Ich habe noch Pläne mit ihm. Ihr habt nie erwähnt, dass ihr für Angral arbeitet. Was soll das? Sagt es mir, Wächter. Ich habe zum Wohle der Mission ein Abkommen mit dem Jedi getroffen. Er ist wegen des Doktors hier. Ein Abkommen? Mit dem Jedi-Gewürm, das meinen Sohn getötet hat? Vielleicht sollte ich dankbar sein. Ihr habt mir die Mühe erspart, euch zu suchen. Belästigt mich nicht mit euren Lakaien. Wenn ihr wollt, dass das ein Ende hat, dann tretet mir persönlich gegenüber. Wächter, bringt mir diesen Abschaum lebendig. Ich werde ihn selbst töten. Mein Lord, bei allem Respekt bin ich aus Gründen der Ehre dazu verpflichtet, unsere Abmachung einzuhalten. Spielt keine Spiele mit mir! Ich will diesen Jedi! Also gut, Lord Angral.
Ich entschuldige mich dafür, dass ich unsere Abmachung nicht einhalten kann, aber ich habe meine Befehle, ihr müsst verstehen. Ich schlage vor, ihr gebt auf. Trotz eures Ranges seid ihr nur ein Sklave der Sith. Ein guter Diener zu sein, macht einen noch nicht zu einem Sklaven. Ein Jedi sollte das verstehen. Dieses Ende hätte ich nicht gewählt. Ja! Hey, guck mal was. Darth Angral unterschätzt euch erneut. 20 Jahre lang habe ich es geschafft, kein Opfer des Wahns eines Sith zu werden. Doch Befehl ist Befehl. Ich wünschte, es wäre besser ausgegangen. Ich habe dem Imperium gedient, so gut ich konnte. Ich bereue nichts. Dennoch, hier habt ihr gewonnen. Wie soll es jetzt weitergehen? Angral wird euer Versagen mit dem Tod bestrafen. Ihr könnt nicht zum Imperium zurückkehren. Geht. Beginnt ein neues Leben bei der Republik. Vielleicht erkennt ihr, dass wir nicht die Gegner sind, für die ihr uns haltet. Was? Ich... Nur ein Narr würde ein so großzügiges Angebot ablehnen. Ich danke euch. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege wieder. Lebt wohl, Jedi. Gehabt, ich schwör. Dr. Godera, geht es euch gut? Ich bin Jedi-Ritter und wurde von General Varsatra geschickt, um euch zu retten. Varsatra? Der alte Mann gibt wohl niemals auf, wie? Die Imperialen haben ja ein Klasse 4 Wahrheitsserum injiziert. Ich erinnere mich nicht an das Verhör, aber ich fürchte, dass sie viel erfahren haben. Ich vermute, dass ihr mich zurück nach Coruscant bringen wollt. Wisst ihr, ich hatte einen Grund, von dort wegzugehen. Ja. Den würde ich gerne hören. Die Republik hat sich ihr eigenes Grab geschaufelt, als wir diesen verdammten Vertrag unterschrieben. Das Sith-Imperium wollte nur eine strategische Unterbrechung des Kampfes. Zeit, um die Kräfte für den finalen Schlag zu sammeln. Der Senat ignorierte meine Darstellungen. Ich weigere mich, einer solch unglaublichen Ignoranz zu dienen. Eine Regierung, die auf freier Meinung begründet ist, macht auch Fehler. Aber sie kann sie wieder gut machen. Hoffentlich wurden die Narren abgewählt, die an der Macht waren, als ich ging. Wenn der Vernichtungskrieg nicht schon begonnen hat, steht er kurz bevor. Ich bin bereit, mich allem zu stellen, was kommen wird. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich zurückkehre, um den Krieg zu beenden und das Imperium für immer auszuschalten. Okay. Keine Sorge. So, komplett abgeschlossen. Nice. Jetzt bleibt mir nichts mehr zu tun, außer mich mit Godera am Schiff zu treffen und dieses scheiß Holocron zu finden. Und da werde ich aber gleich die Google-Suche benutzen. Bin ich mal gespannt, ob man da vielleicht irgendwie irgendwo irgendwas findet. Vorher muss ich hier nur lebend rauskommen. Es geht ohne großartig zu kämpfen. Denn ich bin das Kämpfen auf diesem Planeten leid. So. Aber der rote, der grüne Punkt ist hier endlich mal weg.
Lol. Da lang muss ich. Mann, wo könnte das sein? Nee. Das sind meine Mini-Droiden hier. Nein, weg mit euch. So. Da lang. Wo könnte das sein? Das ist halt... Das sieht halt doch ganz nach da oben irgendwo aus, dass man da irgendwo rein kann. Hör mal, das ist unaufgedeckt bei ihm und das... Und hier wird irgendwie was angezeigt. Dort, bei dem Kreis dann. Weil das Stück ist auch unaufgedeckt. Da werden wir mal dahin flatteridatsch, ne? Aber erst mal wird hier ein bisschen was verkauft. Melden Sie Ihre Beschwerden. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Geschenk habe ich hier keins dabei. Hier auch nicht. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Das wäre dann hier einmal rum. Genau. Sonst muss ich wirklich Google fragen. Weil ich würde halt schon gerne das letzte Datacron haben. Bevor ich den Planeten verlasse. Und ich werde nicht auf Darko warten. So, wir sind jetzt hier. Okay, geradeaus. Ich lasse jetzt einfach mal die Map hier offen, ne? Sieht mir nämlich wirklich aus, als ob er sich da ausgelockt hat irgendwo. Beziehungsweise als ob er da steht. So, das wäre jetzt dieses Teil hier. Und hier soll es irgendwo reingehen. Ich sehe hier aber nur... das Teil da oben. Da kommen wir nicht rein. Hier kommen wir irgendwie anders hoch. Ja, Sidalia ist jetzt offline. Gab's hier irgendwo was, wo man rein konnte? Ich glaube nicht. Okay, aber es sieht mir ganz hier danach aus. Wie gesagt, das Stück ist unaufgedeckt. Und es sieht mir aus, als ob er hier steht. Aber er könnte auch hier stehen. Da wird mir was angezeigt. Bei ihm... Das ist unaufgedeckt und hier zeigt ein Pfeil nach unten. Das ist wohl eher dann so ein, ach, du musst da hin, um eine Mission zu machen. Aber hier oben gibt es, glaube ich, nichts, wo man irgendwie rein kann. Mal ganz kurz Keller auf, dass ich hier so ganz durchkomme. So schnell stirbt niemand. Okay.
So, der Loot ist mir jetzt eben auch gerade kackegal. Ne, hier gibt's keinen Platz, wo man irgendwie reingehen könnte. Hier unten. Na, okay, nee, da kommt man nur hier hinten dann dabei raus. Und zwar dort, da. Hier drinnen höre ich aber extrem viel Feuer. So, dann mache ich das jetzt. Ich tabe jetzt wirklich mal ganz kurz raus. Google, Bildersuche. Bildersuche, Foto hochladen. Es gibt immer wieder mal Geräusche, das ist aber ganz normal. Was wird mir hier angezeigt? Irgendwelche Skripte. LOL. Hä? Was hat denn der mir hier für ein Bild bitte schön geschickt? Bild im neuen Tab öffnen. Das ist genauso sauklein. Vielleicht kann ich über den Zoom. Es wird ja noch beschissener. Wow. Also der Screenshot von Darko ist für den Arsch. Sorry für die Aussage, aber es ist leider so. Der ist so unscharf. Das ist... Nee. Was ich machen könnte, ich könnte mal ganz kurz gucken an Freundesliste. Darko Profil anzeigen. Vielleicht sieht man ja da was. Er für einen Screenshot gemacht hat. Nein, sieht man leider nicht. Shit. Ach Mist, Mann, ey. Nee. Nee, man sieht, man erkennt überhaupt nichts. Ich finde auch nichts hier. Ist ein bisschen schade drum. Das heißt, ich muss versuchen, dass ich weiter suche und herausfinde, wo dieser beschissene Screenshot aufgenommen wurde. Das sieht halt wirklich aus wie irgendein Gebäude. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Nee, das ist komplett unaufgedeckt bei ihm. Och man, schon wieder das Falsche, Alter. Jetzt reicht's aber mal. Und wie gesagt, ich werde jetzt nicht stundenlang warten. Bis er mal da ist. Ich fahre jetzt noch mal da hoch. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen Hinweis. Aber ich bin halt komplett fertig. Es ist ein Bild. Raum. Flur. Komischer Raum. Und dann so ein Ding. Weg, kleiner Knubbelflur, Knubbelflur, Raum, ja, ganz komisch.
Aber nicht, dass das das Holokron ist, was ich vorgestern schon geholt habe. Wenn es das ist, na dann große Breitzeit. War ich da ja schon. Ah, hier gab es nichts zu holen. Hier gab es Sanitäter-Droide. Es sieht halt wirklich aus wie ein Haus. Oder Raumschiff oder irgendwie so. Ja, jetzt bin ich hier dran schon vorbei. Hä? Der Weg führt hier lang. Hier, aber hier gibt es einfach gar nichts. Lol, okay. Oder muss man irgendwie wieder hier hoch? Wo man nicht hochkommt. Auf diesen Ast hier kommen. Geht nicht. Och Mann, ey, das ist eine Scheiße. Es kotzt mich an. Kann er nicht einmal ordentlich was screenshotten und schicken? Sorry, aber ich bin gerade angepisst. Ein Screenshot bei Steam ist 1920x1080 groß. Und nicht 400x200-300. Sorry, ich bin aber gerade wirklich angepisst, weil ich mich jetzt stundenlang hier aufhalten muss, um den Rotz zu suchen. Mann, ey, das ist doch... Nee, das ist es halt auch nicht. Ey, das ist doch für'n Arsch. Hier waren wir schon. Mann, ey. Sorry, ich bin richtig angepisst gerade. Die letzten Screenshots waren auch groß genug, dass man alles erkennen konnte. Und jetzt schickt er mir so einen Scheiß, als ob er nicht will, dass ich das finde. Er kann mir nicht erzählen, dass er nach 2 Tagen vergisst, wie man einen Screenshot macht. Und hast du nicht gesehen. Kann mir keiner erzählen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Erinnerung, mechanisierte Reisen so, sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten sieht aus, als ob man hier nochmal irgendwo ist. Weil hier oben war er nicht, da war so ein hässlicher Pfeil. Da passen Sie auf sich auf. Selber fahren hier. Da können wir auch selber fahren. So, machen wir die neue Map. Wenn ich jetzt danach gehe, wäre das hier irgendwo, bei so einem Viereck. Und
Das heißt dann im Grunde, es müsste hier irgendwo ein Gebäude geben, wo man rein kann. Oder eine Höhle oder irgendwie sowas. Da hinten habe ich zwar was gesehen, das ist aber gesperrt gewesen. Da oben bin ich. Okay, da gucken wir mal. Wir fahren mal hier lang und gucken. Ne? Ob wir irgendwo eine Höhle, ein Gebäude oder irgendwas dergleichen finden. Ne? Hier sind Rackgule. Ah, ne, damit kann ich nichts machen. Hier war ich doch schon. Hier unten war ja das eh eine komische Holochron. Da einfach auch nicht zurückhalten, weil das ist scheiße. Das ist wortwörtlich scheiße. Ich kann mich da einfach nicht zurückhalten, das in Worte zu fassen. Das ist. Ich werde hier gerade total eingeschränkt. Ich könnte easy vom Planeten abhauen. Will ich aber nicht, weil ich das Datacron finden möchte. So. Da hat man sich Hilfe geholt für einen Screenshot. Da wird der Screenshot so miserabel gemacht, als ob man nicht will, dass man das findet, den Planeten verlässt und. Boah, ich kann mich da einfach nicht zurückhalten, ich muss es sagen. Ich finde sowas scheiße, asozial, hinterfotzig. Muss man halt mit mir vielleicht zusammen den Planeten verlassen will. Als ob er nicht frühst immer spielt, um zu leveln und hast du nie gesehen. So. So, da gab's nix. Ich muss jetzt nochmal raustappen, es tut mir leid. Ich muss die ganze Scheiße jetzt absuchen, ey. Dass er im Discord online ist. Ich tappe mal ganz kurz raus. Oder online war. Wo das Datacron ist. Dein Screen ist für ein Arsch. Man erkennt nichts, weil er zu. Nicht die richtigen F12 Steam Screenshot Maße hat, sondern ums Fünftel kleiner ist. Alles klar, ich mach's anders. Sorry. Ich mach's ganz anders. Ich hab's gefunden, herausgefunden. Es ist da unten. Da werden wir jetzt hinsegeln. Ich hätte Discord einfach größer machen können, ich Dulli.
Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Gut, solange wir jetzt hier gleiten, Screenshot schließen. Screenshot löschen. OBS, Chat, Discord. Ich werde jetzt kein Chat sehen für kurze Zeit, wobei, doch, ich kann ihn wieder in den Vordergrund holen, denn ich weiß ja ungefähr, wo es ist. Sorry, dass ich jetzt wirklich die ganze Zeit so gequatscht habe, aber es ist einfach so. Normalerweise, wenn man einen Screenshot macht, der ist 1920 mal 1080. Wenn man den bei Discord hochlädt und dann runterzieht, ist der genauso groß und nicht so klein und da hat er nicht richtig gescreenshottet. Naja. Da sind wir jetzt auf dem Weg dahin. Mal nutzen, ob wir das alleine hinbekommen. Ja. Wollen wir doch mal Lunzen. Ich mach's aber so, ich mache jetzt eine kurze Pause, da ich schon fast 2 Stunden am Stream bin und wir hören uns gleich wieder, auch wenn ich hier fertig angekommen bin, also bis gleich.